Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einer ganz besonderen Reihe. Sie kennen das, zweimal im Jahr widmen wir einer ganz besonderen Person der deutschen Filmgeschichte, des deutschen Filmgeschehens, unsere Leinwand. Wir öffnen sie, unser Kinoprogramm für einen Monat und das ist diesmal Klaus Lemke. Wir sagen schon mal herzlich willkommen in Frankfurt. Schön, dass du da bist, Klaus. Ja, auch im Namen von Claudia Dillmann, die heute leider nicht hier sein kann. Ja, er ist der vielleicht letzte große Rebell des deutschen Kinos. Und er kämpft vehement gegen Papas Staatskino, das nur Filme hervorbringe, die so schwer wie Grabsteine seien. Obwohl wir laut seinem 2010 entstandenen Hamburger Manifest in Deutschland die schönsten Autos und die schönsten Frauen haben. Angefangen hat Klaus Lemke als Regieassistent, unter anderem bei Fritz Kortner. Studiert hat er bei Heidegger. Daneben war er Asphaltarbeiter. Mit Rudolf Thomé, Max Zielmann und Werner Enke bildete er den Kern der Münchner Gruppe, jener deutschen Bewegung, die der französischen Nouvelle Vague vielleicht am nächsten stand. Und nach mehreren Kurzfilmen, einen davon sehen wir gleich, dreht Lemke dann 1967 seinen ersten Langfilm mit 48 Stunden bis Acapulco, für den er auch prompt einen Bambi gewinnt. Ein Jahr später den furiosen Brandstifter über den Berliner Kaufhausanschlag von Baader und Enslin. Negresco ist ein weiterer Kultfilm. Mit Baader und Söhnlein übrigens hatte Lemke zuvor zusammen gelebt. Auch Fassbinder hat mal mit ihm zusammen gewohnt. Es sind spannende Zeiten gewesen. Dann zog es ihn in den Norden. Legendär sind seine Hamburg-Filme, allen voran Rocker natürlich, den er auch ausgewählt hat für diese Reihe. Ein Film, der viele heute populäre Filmemacher geprägt und beeinflusst hat. Dominik Graf hat ihn zum Beispiel für seine eigene Carte Blanche ausgewählt gehabt. Und da sind Sätze drin wie »Mach dich gerade« oder »Du flachst mich nicht, Torte«. Das sind alles Sätze, die richtige Fans mitsprechen können, gerade in Hamburg. Zu Lemkes Handschrift gehört der Verzicht auf ausgearbeitete Drehbücher, die Lust am Echten, am Rohen und natürlich die Arbeit mit Laiendarstellern. Vor 2 Jahren war ihm beim Münchner Filmfest die Hommage-Reihe gewidmet und jetzt haben wir eben eine Carte Blanche hier im Kinoprogramm in Frankfurt. Carte Blanche Lemke. Aber was wählt jemand aus, der Kino sein Leben lang verschlungen hat? Der Tage und Nächte lang im Schwabinger Türkendolch saß und mit seinen Freunden umsonst Kinofilme geschaut hat. Er hat ausschließlich deutsche Filme ausgewählt, viele aus der Gegenwart. Ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Wild von Nicolette Krebitz, in der eine junge Frau einen Wolf fängt und in ihrer Plattenbauwohnung beherbergt. Captain Oscar von Tom Lass, in dem dem Protagonisten von der Ex die Wohnung angezündet wird, diese ihn weiter stalkt und seine aktuelle Freundin in den Sex verweigert. Alles improvisiert und hochexplosiv. Dann Gespenster von Christian Petzold, erzählt von einer Frau, die ihre lange Jahre entführte Tochter wieder zu begegnen glaubt, doch diese will nichts mit ihr zu tun haben. Vielleicht ist es das sinnlichste Beispiel aus der Berliner Schule, das wir kennen. Dann kommt der Klassiker. Aguirre, der Zorn Gottes von Werner Herzog ist ja in dieser Reihe sicher ein Solitär. Eine Expedition auf der Suche nach Eldorado, der sagenhaften Goldstadt, mit einem furiosen Klaus Kinski in der Hauptrolle, der dem Größenwahn verfällt. Was sollte er auch anders tun? Den Film zeigen wir an Kinskis 25. Todestag in diesem Monat. Auch das nochmal eine kleine Geste. Und ja, zu guter Letzt eine Folge der Fernsehserie Im Angesicht des Verbrechens, Dominik Graf. Preisgekröntes Fernsehen und Klaus hat sich eine Folge ausgesucht, Folge 6, Rosen fallen vom Himmel. Und dabei verfolgen die beiden Polizisten, Max Riemelt und Ronald Zerfeld, spielen sie einen Verdächtigen im Zug Richtung Ukraine, ohne jedoch eingreifen zu können. Und natürlich spielen Frauen eine ganz besondere Rolle in diesem Film. Eine Auswahl, eine ungewöhnliche Auswahl, über die wir gleich zusammen sprechen werden. Aber natürlich hat sich Klaus Lemke, sonst wäre er nicht Klaus Lemke, auch einige seiner eigenen Filme ausgesucht. Rocker und Paul aus seiner Hamburg-Zeit in den 70ern mit dem unvergleichlichen Paul Lüss. Rocker, die echter waren als das Leben. Und authentischer konnten Filme selten sein. Und waren sie auch seitdem selten. Dominik Graf, wie gesagt, wählte Rocker auch für seine eigene Carte Blanche aus. Und ein weiterer Film aus der Gegenwart, 2012, hat er ausgewählt, Klaus Lemke. Berlin für Helden. Den sehen wir morgen Abend um 18 Uhr und den möchte ich Ihnen ganz besonders auch ans Herz legen, denn so lebendig haben Sie Berlin vielleicht noch nie gesehen, noch nie im Film.
Das ist wirklich sehenswert und das wirkt so jung. Heute Abend geht es aber erstmal los mit Amore, für den Lemke den Grimme-Preis bekam. Auch das kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich, das war alles, diese spießbürgerlichen Preise, die gab es auch in der Karriere von Lemke. In den Hauptrollen von Amore sehen wir Cleo Kretschmer und Wolfgang Fierek, beide von Lemke entdeckt. Wie Lemke, damals zu der Zeit auch gerne als König von Schwabing bezeichnet, überhaupt ein großer Entdecker war und ist. Auch Iris Berben erblickte bei ihm das Licht der Leinwand. Und heute ist sie bekanntlich Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Vor 3 Jahren war sie dann witzigerweise auch selbst hier mit einer eigenen Carte Blanche. Ja, heute Carte Blanche Lemke. Und als Vorfilm, darauf freuen wir uns besonders, gehen wir ins Jahr 1966. Sie haben richtig gehört, das ist 50 Jahre her. Da entstand der Kurzfilm Henker Tom mit Werner Enke in der Hauptrolle, den Sie vermutlich aus Zur Sache Schätzchen von Mays Bills kennen werden. Ja, 50 Jahre später dreht Lemke immer noch. Wer seine Filme sieht, der weiß, dieser Mann ist jünger als mancher Nachwuchsregisseur. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, lieber Klaus. Es ist uns eine große Ehre. Und bevor ich dich nach vorne bitte, zunächst Film ab für Henker Tom. Und noch ein Applaus. Klaus Lemke. Ja, bitte begrüßen Sie den Regisseur, Klaus Lemke. Herzlich willkommen. Dein Applaus. Gar nicht schlecht, oder? Ich bin ganz überrascht. 50 Jahre nicht gesehen. Nie gesehen, den Film. Ja, damals haben wir halt Filme gemacht, weil wir so ein Mädchen ran wollten. Also, das war der einzige Grund. Und bei der ist mir das auch gelungen, das war dann, aber die konnte nur einen Tag konnte die drehen. Und das war ein Mannequin, ein Model, und wir waren viel zu unseriös für sie, weil das war ein Profi, ne? Oh, aber der Kameramann hat keine Ahnung gehabt, wie das geht, ich natürlich auch nicht, das ist alles so hingehauen. Und das fand die natürlich nicht gut genug. Und wenn sie sagt langweilig, meint sie vollkommen ernst. Also was der Enke da macht, findet sie wirklich langweilig. Aber dann ist mir was anderes eingefallen jetzt eben. Das ist das einzige meiner Freundinnen, die sozusagen so Model oder so irgendwas war, die tatsächlich reich geheiratet hat. Das haben viele. Und die immer noch glücklich verheiratet ist. Ausgerechnet die. Also sehr erstaunlich. Ich habe die auch lange nicht, ich habe ja nie wieder gesehen, Sabine. Nur neulich kam sie mal zu irgendeiner Vorführung, sah anders aus und sagte dann, ich bin Sabine. Ich wusste gar nicht, welche Sabine nun jetzt. Ja, ich bin die Sabine. So, naja. Und dann, aber die hat mir Glück gebracht, weil dieser Film zum allerersten Mal hat ein Festival, einen Film von uns genommen, das Festival in Mannheim, wo zur selben Zeit eine Retrospektive mit Josef von Sternberg lief. Und wir waren natürlich in jedem Josef von Sternberg-Film drin. Und dann hinten so in der vorletzten Reihe saß so ein kleiner Mann, bombig angezogen, in Anzug und britisch, Josef von Sternberg. Aber wir haben uns nie getraut, natürlich nur einen Schritt näher zu gehen, weil das war ein Denkmal heute wie damals. In der Jury saß ein bekannter italienischer Regisseur, der sich sofort in die Sabine verliebt hat und haben den Preis gekriegt. Vollkommen irre, nur aus dem einen Grund natürlich. Welcher denn? Wie hieß der nochmal? Prima della Rivoluzione, hat er damals gerade gedacht. Wie hieß der? Keine Frau, das wissen Sie. Sehr berühmter Regisseur. Bertolucci, genau. Bertolucci war in der Jury. Und der hat der Mädchen, nur Mädchen, Bertolucci, also der hat nichts anderes im Kopf gehabt, so wie wir. Gleich so, dafür einen Preis, dafür durfte er abends mit der weggehen dann. Aber der Punkt kommt, aber uns hat dann Sternberg diesen Preis übergeben. Und das war natürlich einer der größten Momente, die wir erleben konnten überhaupt. Josef von Sternberg, so groß. Damals schon ein Wunder. Gibt uns jetzt einen Preis für einen so Balla-Balla-Kurzfilm, den wir in einem Tag gedreht haben, den er sicher gar nicht gesehen hat. Das glaube ich nur nicht. Okay, ja, das war's. Da Zu dem steckt Film. ja, na, vielleicht nur eine Frage, da steckt ja alles
drin schon, die Quintessenz zu allen Lemke-Filmen, oder? Ja, aber auch der Untergang steckt da drin. Es ist genau das, worum es geht eigentlich, warum Schwabing aufgestiegen ist, weil wir haben zuallererst, alle anderen Leute haben über Ostblock-Dissidenten nachgedacht und die Gruppe 47 und diesen ganzen, für mich Blödsinn, diesen ganzen Sozi-Unsinn. Und wir haben darüber nachgedacht, also mit hübschen Mädchen so Filme zu drehen, wo wir auch nicht wissen, worum es geht, die uns auch langweilig fanden. Das hat, ich finde das erstaunlich ehrlich, der Film. Die fand das wirklich langweilig, was wir gemacht haben, von Herzen. Und das war es wahrscheinlich auch. Bloß das war die Zukunft des Schwabinger Films dann. Ungefähr 15 Jahre lang wurden nur Filme gemacht, wo Mädchen kichern, so über Baumstämme laufen und so. Das war der Münchner Film, lange, lange Zeit. Auch mit Werner Enke wieder. Ne? Auch mit Werner Enke. Ja. Aber das muss man aus der Zeit heraus verstehen, weil alle anderen haben natürlich nichts anderes gemacht, als ja im Film ihr Abitur nochmal wiederholt. Denn die meisten Regisseure sind halt dämlich und sinnlos, das ganze Ding. Und die wollen nichts anderes, als ihren Eltern beweisen, dass es einen Sinn macht, dass sie Regisseur geworden sind. Und dann machen die dann immer so, verfilmen die Bücher oder irgendwas Wichtiges, damit Papa sagt, ja, schon gut, also... Das ist mein Sohn Witwer. Du redest von den Oberhausenern, aber auch die waren ja Münchner. Das weiß man ja heute gar nicht mehr so. Die Unterzeichner des Oberhausener Manifests, 35 von 36, wohnten in München. Ihr wohntet auch in München. Was für ein München, also das war die Filmhauptstadt zu der Zeit. Wie habt ihr euch da positioniert? Ihr kanntet die ja alle. Ja, also die kannten uns jedenfalls in keiner Weise. Und wir kannten auch nur einen, das war Jean-Marie Straub. Und wir waren letztendlich dessen Schüler, waren wir. Aber... die Geschichte ist dann doch länger irgendwie. Wir sind dann doch, irgendwie haben wir es geschafft, uns in diese französische Nouvelle Vague, da ich auch Französisch konnte und der Einzige war damals. Damals kannte man noch nicht Französisch, weil ich hatte eine französische Freundin und so. Egal. Haben wir deren Interviews gelesen und sind so Stück für Stück haben wir uns verwandelt in Franzosen. Stück für Stück. Wurden wir alle Belmondo. Das ist ja, was Sie hier sehen. Enke spielt ja Belmondo in, ich glaube, Pierrot Le Fou mit der Krawatte. Er tut genau alles wie Belmondo. Nur spielt das eben jetzt, bei Pierrot Le Fou gibt es auch Szenen, wo die im Wald irgendwie über Bäume laufen. Also wir haben immer nur versucht, so ungefähr Filme machen wie Godard. Das war der heimliche Anspruch von uns. Aber die anderen kannten ja noch nicht mal Godard. Also die wussten gar nicht, wer das ist. Die Oberhausener. Lass mal so stehen, ja. Euer Leben hat sich ja durchaus im Kino abgespielt. Der Türkendolch, ich habe vorhin davon gesprochen, das war das, der Ort, an dem ihr euch aufgehalten habt. Was hast du dort gesehen? Was waren das für Filme? Also insbesondere war ich ja nun auch sehr jung, 22, 23. Wir waren alles Top-Alkoholiker. Und neben dem, wir waren eigentlich ins Kino, sind wir eigentlich nur wirklich richtig gekommen, weil nebenan war so ein komisches Lokal, das hieß Kleiner Bungalow. Und dort gab es das billigste Bier in der Stadt. Und dort hingen auch noch so andere Loser rum, wie Handke und Wim Wenders, bevor sie diese Spießer wurden, die sie dann geworden sind. Da waren so alle Loser der Stadt, die nichts drauf hatten, wie wir eben, die auch Studien abgebrochen haben. Und nach Heidegger habe ich sofort nichts mehr gemacht. Und nebenan war dieses Kino. Und dieses Kino, da konnte man, das hat 2 Euro gekostet für 2 Stunden. Währenddessen beim Saufen gingen 3 bis 4 Mark drauf. Also das Kino war billiger als das Lokal, sodass wir also oft in diese Filme und dann wurden wir natürlich langsam süchtig nach amerikanischem Kino. Und wir dachten auch damals noch, dass das diese amerikanischen Filme, diese B-C-Filme, diese schlechten Filme, diese Filme von John Ford und Howard Hawks, die damals als Faschisten abgetan wurden von der Presse, auch von der, die uns dann später liebte, die Filmkritik. Das waren unsere Filme. Wir dachten, das wären Dokumentarfilme. Wir haben immer gedacht, das sind Dokumentarfilme, dachten wir, weil wir auch so besoffen waren natürlich. Aber wir waren nicht alleine. Da saß auch immer einer im Kino, der saß ganz hinten. Und der ging immer nur in Filme, das passierte sehr oft bei amerikanischen Filmen, Cabrio und eine Blondine. Das war so ein Topos, auch bei uns jetzt, wie man hier sieht. Also ein offener Wagen und eine Blondine natürlich. Aber das haben wir aus dem amerikanischen Film eben genau gelernt.
Und wenn solche Filme waren mit einem offenen Auto und einer Blondine, da saß immer einer, der so einen schwäbischen Dialekt hatte. Und den lernten wir dann auch kennen, Andreas Bader. Und er hat das auch sein Leben lang durchgezogen, bis er dann total durchgedreht ist. Der hat zu Zeiten, als er schon gesucht wurde, ist er immer noch mit einem offenen BMW-Cabrio durch die Gegend gefahren. Und neben sich hatte er einen Tennisschläger auf dem Sitz, wo, also wenn er angehalten wurde von der Polizei setzt an, dann fällt der Blick des Polizisten zuerst auf den Tennisschläger, dann auf Bader, der schon gesucht wird. Und der konnte, normalerweise damals konnte man noch nicht zusammenbringen, Tennisspieler und Terrorist. So hat das, da hat Bader mindestens 2 Jahre in München von gelebt, von diesem Ding. Das Ganze war auch für Bader Meinhof war das wirklich ein Riesenspaß, so wie für uns auch. Das war so Spaß, Unsinn. Und wir wurden dann wir sind dann in den Film reingekommen und die anderen in Terror. Das hätte auch genauso gut anders gehen können. Das waren halt diese 60er Jahre, glaube ich, waren das jetzt, ja. Lange ist her. Was mich noch interessieren würde dabei, was waren das denn für Filme konkret? Erinnerst du dich an Filmtitel? Weil du hast jetzt ja ein rein deutsches Programm ausgewählt, aber ich denke mal, da gibt es auch einige Filme, die dich damals sehr, sehr geprägt und beeinflusst haben. Du hast mir verboten, dass wir davor darüber schreiben, aber du hast gesagt, wir können darüber reden. Welche Filme waren das denn? Es waren Filme von Howard Hawks, insbesondere Hatari. Hatari ist dieser, Sie wissen schon, ein Mädchen in der Dusche und so ein paar heiße Jungs auf Großwildjagd. So, also Howard Hawks, natürlich sehr männlich alles und alles perfekt natürlich, aber die Jungs sind natürlich die Loser. Das wie in allen Hawks, wir waren süchtig auf Hawks und wir waren süchtig auf Ford und die wurden der Süddeutschen als Faschisten, als Postfaschisten beschimpft, das war uns so egal, war uns das. Wir hatten den Presseausweis von der Süddeutschen geklaut und konnten umsonst ins Kino. Und Ford hast du auch getroffen, ne? Das sind diese Sachen immer. Und dann hatte ich mal einen Film in Venedig, der hieß Liebe so schön wie Liebe, der ist verloren gegangen. Und da lag Ford, da war das letzte Jahr von Ford, da lag er krank im Hotelzimmer, in diesem berühmten Hotelzimmer in Venedig und da durften ein paar Regisseure durften so hin, Fassbinder, ich und Bertolucci und noch so 2, 3, von denen man wusste, dass sie was von amerikanischen Film verstanden. Damals war amerikanischer Film vollkommen das Falsche, also das absolut Falsche. Wer damals nicht in polnische Filme gegangen ist und auch in tschechische Filme, die auch ganz gut waren, der war, das ging gar nicht. Also amerikanische Filme war der Quatsch einfach. Aber wir haben natürlich Ford geliebt und da lagen dann Ford, ein halbes Jahr vorher gestorben ist, da lagen so überall so Traveler-Schecks rum. Wir haben uns natürlich gefragt, sind diese Traveler-Schecks unterschrieben? Hat er die für uns hingeworfen? Sollten wir uns bücken und einen Traveler-Scheck, der ein Vermögen wert wäre, von John Ford heute? Ist unbezahlbar, wäre das fast. Nein, nicht ganz unbezahlbar. Aber natürlich hat sich keiner getraut, auch Bertolucci nicht, jetzt mal einfach nur so einen Scheck zu nehmen. Die lagen da überall rum. Der hat in irgendeinem Delirium hat er seinen Scheck so rumgeworfen. Ja, und dann war das auch zu Ende. Aber ans große Geld seid ihr trotzdem gekommen, denn nach Acapulco habt ihr Ira von Fürstenberg kennengelernt und dann ging es ja erst richtig los. Ja, wir haben zuerst mal Gérard Blain gespielt mit einem Hatari, einer Hauptrolle. Und ich habe Acapulco gedreht mit der Tochter von Hardy Krüger. Hardy Krüger spielt eine weitere Hauptrolle in Hatari. Ich habe mir langsam die Hawks-Filme in mein Leben reingeholt. Erst einmal in 48 Stunden bis Acapulco, die Tochter von Hardy Krüger. An Hardy Krüger war überhaupt nicht zu denken. Und dann, als ich plötzlich unglaublich viel Geld hatte, einen eigenen Jet und die teuerste Frau Italiens und all das, habe ich natürlich Gérard Blain geholt, den Franzosen. Ein eingefleischter Kommunist und Gegner aller Leute wie Ira von Fürstenberg und Côte d'Azur. Den Fall habe ich dann einen Film gedreht. Der ist nachträglich ganz gut, den konnte ich überhaupt nicht ausstehen. Aber dann sind wir zur Maniküre dann nach London gefahren und so weiter, also eigener Jet, und egal. Aber das Leben war dann doch wirklich extrem langweilig.
Das klingt furchtbar, weil ich hoffe wirklich, dass jeder einmal richtig an viel Geld rankommt. Ich finde das wirklich bescheuert, wenn jemand wie ich hier dasteht und sagt, Geld ist langweilig. Aber ich kann es wenigstens beweisen, denn ich habe dann aufgehört, Filme zu drehen und er hatte keine Lust mehr danach, Filme zu drehen und bin dann noch so im letzten Suff so nach Hamburg und bin auf diese Rocker gefallen und da ging mein Leben wieder los mit den Leuten von der Straße, mit dem wirklichen Deutsch, mit weg eben von Feltrinelli und all dieser großen Welt, in der Fassbinder untergegangen ist dann. Bei all diesen Geschichten fragt man sich natürlich, wir haben dir hier eine carte blanche gegeben. Das heißt, du hattest wirklich freie Auswahl, die komplette Filmgeschichte und du hast dich fast ausschließlich für aktuelle Filme entschieden und ausschließlich deutsche Filme. Warum? Ja, das in einem einzigen Satz, den ich auch in diesem kleinen Clip da sage, weil ich wirklich finde, und das ist auch das die einzige Antwort auf die geballte Irrationalität des Films und des Lebens ist, dem Leben noch etwas irrationaler daherzukommen. Ich glaube, als nehmen wir Agiere, der Zorn Gottes. Das ist kein Drehbuch mehr. Da ist das Ding einfach außer Kontrolle geraten, sonst wäre das nie so ein genialer Film geworden. Plötzlich ist man selbst auf diesem Schiff drauf und plötzlich ahnt man etwas, was gemeint ist, dass man mit einem Totenschiff bei den Ägyptern oder auch später war das ja dieser Fluss, über den man da rüberfährt ins Totenreich. Plötzlich sah man das, plötzlich war man das, plötzlich war dieses Bild für immer drin und das hat eben Herzog wirklich da hingekriegt. Und dann nehmen Sie mal den Film Wolf von dieser Krewitz, die vorher so schicke Filme gedreht hat. Er auf einmal dreht den Film, wo der Wolf der geilste Junge im Revier ist, den sie nachhängt. Also ich meine, so, auf solche Ideen muss man erstmal wirklich kommen. Den Film echten kommt, Wolf, ne? Ja, der geilste Junge im Revier. Ja, und eine Frau dreht einen Film, dass also das Mädchen also bis zur letzten Konsequenz diesem Wolf verfällt. Knaller. Also da muss man unnormal sein, sowas zu machen. Und auch dieser Film von Tom Lass, ja. Captain Oscar. Ich meine, ich spiele auch manchmal ein bisschen mit in meinen Filmen, aber wie weit der geht in seinen Filmen, in den Liebesszenen, in diesen Sexszenen, das habe ich nie wieder gesehen, dass ein Regisseur sich das traut und weiterlebt. Das ist vielleicht ein Moment, ich würde ganz gerne an der Stelle, denn du hast dich mal per Anruf auf seine Mailbox bei ihm gemeldet. Wir haben diesen Einspieler, denn die werben damit. Hier, ich würde den ganz gerne einmal kurz zeigen, dann reden wir gleich weiter. Aber das finde ich ganz spannend an der Stelle. Bitte einmal den Clip kurz ab. Das ist live, das wusste ich nicht. Ja. Ja, damals wusste ich überhaupt, ich habe den nie kennengelernt, den Jungen, also auch persönlich nie kennengelernt. Und ich finde auch seine anderen Filme vollkommen im Quatsch. Aber dieser Film ist ein Meisterwerk und ein Meisterwerk ist auch das, was Dominik Graf gemacht hat. Dominik Graf ist ein Handwerker, einer der talentiertesten Genre-Regisseure und plötzlich und ganz plötzlich tut der ausgerechnet in Berlin, wo es ja im Gegensatz zu München keine barocken, da ist keine barocke Welt mehr, entdeckt er das Barocke in den Russen. Und das lag mir immer auf der Zunge, diese Sachen, wie Russen sind so etwas Faszinierendes, ich meine so etwas Abstoßendes. Und alles, was man über Russen sagt, das Gegenteil stimmt auch. Und das ist eigentlich das, was Barock, das Wort Barock kennzeichnet. Und Dominik macht, dass man sich in Russen verliebt und dass man gar nicht mehr rauskommt aus der ganzen Sache. Und das ist das, was Film einfach ist, dass man für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde im Kopf was anderes wird, dass man sich verwandelt und dass man mit diesem neuen Kopf wieder dann aus dem Kino geht und dann plötzlich wird man wieder man selbst. Das ist das, was Kino macht, das ist der ganze Sinn von Filmen. Und Dominik hat das wirklich mit dieser merkwürdigen Serie im Angesicht des Erbrechens geschafft, auf eine unglaublich gute Art und Weise. Habe ich noch einen ausgewählt? Gespenster von Petzold. Da bin ich gespannt. Oh, Gespenster von Petzold. Ich gehe da rein und sehe plötzlich, das ist jetzt ein First, sehe plötzlich die Wiedergeburt meines kleinen Jungs aus Rocker
in ein Mädchen. Julia Hummer. Julia Hummer. Und das ist genau das, was da passiert ist. Dass der kleine Junge aus Rocker, das Herz von St. Pauli, dieser Prinz Eisenherz, plötzlich ist das die Hummel. Und ich sehe das so, bin vollkommen in diesen Film drin. Und irgendwas ist auch jetzt noch davon übrig geblieben in meinem vorletzten oder letzten Film. Ich fahre dort auch irgendwo hin und weil meine Tochter, die aber gar nicht meine Tochter dann ist, mich anruft und ich die sehen will. Das ist so ein ganz kleiner Teil bei einer Person. Hier ist es eigentlich mehr die komplette Überraschung, dass erstmal Petzold so einen erotischen Film dreht, ohne dass da irgendwie was gemacht wird. Und dann, dass ich den kleinen Jungen aus Rocker wieder lebendig wiedergesehen habe. Das ist der Grund, warum ich den genommen habe. Was ich spannend finde, ich habe mir mal diese Filme alle zusammen nochmal angeschaut, jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung. Habe mal so ein bisschen versucht rauszufinden, ob es da Übereinstimmungen gibt. Also gibt es Sachen, die wirklich zusammenpassen? Und da sind mir so ein paar Themen aufgefallen, mit denen ich dich gerne konfrontieren würde. Weil ich glaube, da ist viel drin, was auch in deinen Filmen sich widerspiegelt. Und ein zentrales Thema bei allen diesen Filmen ist Sehnsucht. Das kann Sehnsucht nach Liebe sein, nach einem besonderen Ort, Sehnsucht nach einem Ausbruch oder eben Sehnsucht nach dem Glücklichsein. Was bedeutet dir Sehnsucht als Thema in deinen Filmen? Definitiv nichts. Also, okay. Also, warum wählst du es dann aus? Dann all diese Figuren sind sehnsüchtig, die wollen was anderes, die sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben, sie sind zerrissen. Keine Ahnung, also mir geht es im Film um gar nichts. Mir geht es darum, und das sehe ich in diesem Film, dass plötzlich irgendetwas, das ist diese Gier nach dem Authentischen, das ist einfach diese Gier nach dieser, das macht mich dann glücklich für Tage, dass ich tatsächlich mit der Kamera auf dem Moment drauf bin, wo sie, und das kann sein, was es ist, wo es wirklich mal authentisch ist, wo es wirklich mal stimmt. Das kann nie stimmen gewöhnlich. Und Film ist auch gar nicht gemacht für das Authentische. Film ist ein Abklatsch vom Theater und da geht es nicht um authentische Dinge, geht es dabei. Aber dennoch transportiert Film nebenbei auch etwas. Es ist diese Gier nach den Authentischen, wenn du sagst Sehnsucht. Also ich würde sagen authentisch statt Sehnsucht. Mhm. Was auch noch mit da reinspielt, ist so eine Wildheit, die man sonst oft selten sieht. Also bei Wild steckt sogar im Titel. Es ist immer wieder dieses Gefühl, da will einer gegen die Konvention sich verhalten. Und zwar immer. Und zwar sowohl in deinem Film, aber jetzt, wenn man Wild, Aguirre, Captain Oscar, Gespenster, das sind alles nicht angepasste Personen. Das ist ja schon wichtig, dass das keine Spießbürger sind. Nichts gegen Spießbürger, aber beim Film wird man das ja fast automatisch. Also, aber ich denke, dass im Leben gibt es halt immer mehr auf die Fresse als Küsse im Dunkeln. Und diese Leute, die gieren danach, in die Fresse zu kriegen. Weil nur dann fühlen sie sich lebendig. Denn das ist doch das, was ich wirklich beobachte. Und ich bin ja ständig mit Leuten zusammen. Die Leute fühlen ja nichts mehr. Die Leute wollen dann die Fresse kriegen. Und wenn sie nicht in die Fresse kriegen, dann lesen sie Zeitung und machen Fernsehen, damit sie mal in die Fresse kriegen. Das ist die Zusammenfassung dessen, was ich so erlebe. In meinem Leben sowieso. Aber ich merke auch, dass den anderen das nicht sehr viel anders geht. Denn ich meine, man will doch nicht schon tot sein, solange man lebt. Aber es fühlt sich so an. Und Film ist eine Möglichkeit für einen Jailbreak, für Sekunden mal aus sich rauszukommen. Das kann man beim Sport, kann man das. Das kann man sicher auch beim Sex und das kann man sicher auch beim Saufen. Aber da wirkt es nie. Nicht wirklich. Die Verwandlung ist zu kurz. Beim Film ist die Verwandlung, wenn man so da sitzt und plötzlich sieht man da oben, man sieht eine Person, man findet sich wieder in einer Person. Plötzlich
wird man diese Person, der Kopf geht da rein, das ist eben pures Voodoo, worum es eigentlich auch geht. Und man bleibt eine gewisse Zeit lang auch diese Person, wenn man aus dem Kino rauskommt. Und dann kommt, wie ich schon mal sagte, wieder der Übergang zu sich selbst. Aber wer sind wir schon? Ja, ich finde das ganz spannend. Du hast das ja in einer wunderbaren Videobotschaft, die wir vor allen Filmen zeigen werden in diesem Monat, die du ausgewählt hast, gedreht übrigens unter dem ehemaligen kleinen Bungalow in einer Tiefgarage, ganz großartiges Setting. Da sagst du genau dieses Wort, hijacken. Man kann den Held des Filmes übernehmen. Der ist dann plötzlich in einem drin. Und das kennt man ja in der Tat bei besonders großen Filmen. Irgendwie plötzlich bewegt man sich wie der Held oder fühlt sich zumindest so. Aber das verschwindet ja dann doch immer. Das ist was sehr, sehr Flüchtiges. Aber das ist das, worum, that's what movies are about. Ich meine, man muss ja viel reden, weil es ist ja Presse da, man muss sich auch ein bisschen wichtig machen immer. Aber die Sache ist natürlich vollkommen einfach. Man geht ins Kino, um zu klauen. Man geht doch nicht ins Kino, um Strukturen, da habe ich einen Unsinn, also balla. Man geht da rein, um Leute unter zu bestehlen da oben. Und jetzt habe ich mal das Wort hijacken dafür gefunden vor ein paar Tagen. Und das scheint ja richtig zu passen, denn das habe ich vorher nie gehabt. Und auf einmal wirkt das auch, dieser ganze Satz, dass man da reingeht, um Personen zu hijacken. Voodoo. Das tut man auch ganz, ganz genau. Was kann man denn klauen, unsere Alles. Besucher klauen, wenn man in deinen Rocker und deinen Paul geht? Ah, das ist sowieso das Beste, was man klauen kann dort. Dort kann man da klauen, worum es geht. Dass nur unerwiderte Liebe wahre Liebe ist. Denn der kleine Bruder liebt seinen großen Bruder und der große Bruder, es ist ein Idiot für den großen Bruder, das macht nichts. Der kleine Bruder wird ihn auch rächen und der kleine Bruder wird nicht sich an seinen neuen Freund, den Rocker, das wird nicht sein neuer Freund, er wird immer weiter an seinen kleinen, an seinen großen Bruder glauben, er wird es sein, er ist es geworden. Es ist die Inkarnation seines toten Bruders. Die Filme sind gar nicht so kompliziert, wie ich hier rumrede. Also, das sind Rockerfilme. Also, das ist Leben pur. Hells Angels. Ja, wie war das denn? Das ist ja unglaublich gefährlich. Ich meine, du bist da auf Anraten von Iris Berben mal, um harte Jungs zu sehen, nach Hamburg gegangen und dann sind die da, die haben dich nicht einfach so aufgenommen, kann ich mir vorstellen. Die Berben sind eine Schlampe natürlich. Die hat den dicksten Trick drauf gehabt, als wir in München wirklich schon ein bisschen was waren und auch ein bisschen mehr als sie. Er hatte uns immer natürlich so eingebrockt, irgendwie, ihr dummen Wichser, die Jungs in Hamburg sind viel geiler, was sie auch sind übrigens. Also das muss man auch mal so sagen, das stimmt auch alles. Aber wir waren immerhin die Stars in Deutschland, da gab es kein Berlin, Berlin war vollkommen unbekannt und mit Frankfurt hatte mit Filmen, glaube ich, nie was zu tun gehabt. Da waren wir in München schon richtig so, ja, also es war so. Ihr habt Adorno, Jungs. Wann kommst du? Der den besten Satz gesagt hat zu Kino übrigens, ist mein Adorno, ist auch ganz klar. Adorno sagte, Film kann nicht mehr sein als die Vorschau auf das, was er verspricht. Und tut auch im selben Moment die Leute darum betrügen. Das ist nicht so ganz richtig zitiert, aber inhaltlich schon. Okay, gehen wir hinweg. Und deswegen sollen wir nichts vorher drüber lesen. Worüber? Über die Filme, die wir sehen. Du ermutigst uns ja, ohne irgendetwas vorher zu wissen, ins Kino zu gehen. Oh ja, ich bin, ja genau, genau. Also ich habe natürlich früher auch immer Filmkritiken vorher gelesen. Das ist das Dümmste, was man im Leben machen kann. Hinterher, wenn überhaupt. Aber das Ding ist doch das, dass man muss in einen Film reinstolpern wie ein Dieb in die Nacht aus der Bibel. Da steht's ja, genau, das war dein Satz, ne? Ja, man muss in einen Film, man darf nicht wissen, was auf einen zukommt. Denn dann kann es plötzlich, nur dann kann es passieren, wenn man nicht zu viel weiß, dass man sich schnell in etwas verlieben kann, was vollkommen neu für einen ist. Und es fällt einem die Verwandlung nicht mehr so schwer, in den Kopf einer der Leute reinzugehen. Wenn man über einen Film was weiß, man sieht immer nur das, was man weiß. Wir sehen sowieso nichts. Film erzählt sich nur über Sprache. Glauben Sie nur nicht, dass Bilder irgendeine Bedeutung haben beim Film. Das wird Ihnen nur so erzählt, wird das. In Wirklichkeit ist es die Sprache, die Art, wie amerikanische Schauspieler reden, die Art, wie ich rede, was ich sage, ist ziemlich egal. Es ist lediglich dieser Subtext, der unter einer Stimme liegt, der irgendwas bewirken kann. Wie komme ich jetzt darauf?
Das war ein sehr spannender Bogen und ich komme gerne auf die Orte zurück, weil du hast von Hamburg aus angefangen, jetzt gerade zu reden, mit Rocker und Paul. Heute zeigen wir im Grunde nur Münchner Filme. Also wir haben angefangen mit Henker Tom, das ist in den 60ern, wir gehen gleich auf Amore, das ist in den 70ern und dann Unterwäsche Lügen, das ist ja 2016. Und alles München. Mich würde noch mal interessieren, was bedeutet dir dieser Ort? Hat sich da sehr, sehr viel verändert und was werden wir gleich in Amore sehen? Das ist ja so die Hochzeit vielleicht noch, oder war das vorher? Mit König Amore von Schwabing. Waren wir dann wirklich ganz oben. Da haben wir also wirklich nur noch, da haben wir dann gedreht, ein komischer Heiliger, der lief ein Jahr in allen Kinos und so fort. Das war die große Erfolgsphase, diese kleine Schlampe da, diese Drogistenlehrling, die noch nicht mal hübsch war. Cleo Kretschmer, die ich auch gar nicht verstanden habe, was die redet. Das war das Beste. So hat die also immer unkontrolliert reden können, ohne dass ich kam, das muss aber so sein, hat die gesagt, du, was weißt denn du schon, hat sie dann gesagt. So was entstehen natürlich auch die besten Filme. Das hat auch Sternberg mal gesagt in einem Interview, dass also das Beste ist, wenn die Schauspieler ihn übers Maul fahren, dann wäre es ganz gut, denn dann würde es auch stimmen. Denn woher soll er denn wissen, was eine Frau denkt? Gut. Wie hättest du sie denn entdeckt? Das würde mich noch interessieren. Weiß ich auch nicht wirklich mehr. Ne? Weiß ich nicht mehr, aber das war die Hochzeit Münchens hier. Amore ist wirklich wunderschön. Ich habe den zum ersten Mal gesehen vor ein paar Monaten. Lief der im bayerischen Fernsehen. Und es ist wirklich ein Knaller, dass man sowas überhaupt machen kann. Also, und besonders ich. Also, totales Rätsel. Ja. Und hier mal da kann ja nicht wahr sein, dass das hier klappt, dass die Sachen, dass das einen Sinn ergibt auch irgendwo und auch das Tempo, wo kommt das denn alles her? Ich habe damals ja bewusstlos in der Ecke gelegen die ganze Zeit. Ja, wir gehen gleich auf den Großmarkt in München zu der Zeit, das ist Arbeitermilieu und du hast in Schwabing aber nochmal eine andere Welt quasi kennengelernt. Plus, du hast Wolfgang Fierek mitentdeckt noch. Der war DJ, glaube ich, und ein Schlechter, wie du mal gesagt hast. Und hast ihn zum Film gebracht. Also eins ist klar, niemand auf der Welt hätte jemals Cleo Kretschmer oder Wolfgang Fierek entdeckt. Fierek war vollkommen unverständlich. Also der war auch unverständlich für Bayern, weil der sprach so einen Dialekt, der war so ein Vorstadtdialekt, den konnte man einfach nicht verstehen. Aber das hat mir dann auch nichts gemacht. Später ein Bayer auf Rügen und sowas. Weil das hat mich irgendwie amüsiert. Und Cleo, naja, und plötzlich wird diese Cleo im Film unheimlich schön. Und der Viereck wird vollkommen verständlich, ohne dass man ihn versteht. Und das sind so die Sachen, was in katholischen Ländern passiert. Ich bin eigentlich in Bayern, das habe ich erst sehr viel spät rausgekriegt. Aber ich komme ja aus Norden und so, Hamburg und so, ja. Ich meine, das ist nicht. Das ist ein katholisches Land, wo einem vergeben wird, wo einem die Sünden vergeben werden. Das klingt so lächerlich, aber im Norden muss man ja dafür arbeiten, dass sie einem vergeben werden. Im Süden muss man nur, sagen wir mal, Abbitte leisten und was in den Beutel tun, die Sachen sind weg. Sie wissen das. Luther hat darunter gelitten, unter diesem Problem. Also ich nicht. Also mir geht es sehr gut, also im Süden. Sonst, wenn man so protestantisch ist, wie ich eigentlich, erzogen, ist der Süden sehr viel produktiver. Aber das stimmt auch gar nicht. Das stimmt auch das Gegenteil. Rocker ist schließlich Norden und Sylt und die anderen Filme. Was ist Frankfurt? Tja, ich kann die italienische Reise fast auswendig. Ich plane einen Film über das, was Goethe nicht erzählt in Neapel. Goethe war Gast des Gesandten der englischen Krone in Neapel und Lord Hamilton. Und Lord Hamilton war verheiratet mit Lady Hamilton. Er war schon ziemlich alt, sie war 21. Und Lady Hamilton war vorher, bevor der Lord sie geheiratet hat, eine Schönheitstänzerin auf englischen Jahrmärkten. Das ist nicht von mir, ne? Auf englischen Jahrmärkten und der Lord hat sie trotzdem geheiratet. Der Lord, der dann später Botschafter wird der englischen Krone in London, nimmt sie auch mit, eine 22-Jährige. Und damals sah Striptease so aus, die haben sich da nicht ausgezogen, sondern die haben sich hingestellt, so wie griechische nackte Göttinnen. Also das war dann ein Strip. Und Lady Hamilton war berühmt dafür.
Und immer wenn so berühmte Gäste kamen wie Goethe, Werthers Leiden war auch in Italien bekannt, hat die Lady hinterher zum Strip sich noch mal, nach dem Essen sich nochmal ausgezogen. Soweit geht Goethe jetzt. Also das steht alles in der italienischen Reise zu dem schönsten Teil, der in Neapel spielt, wo er sich wirklich mal verliebt hat, der Wichser. Und wo er nicht ankam, kam er ja nie. Okay. Und meine Story geht weiter. Ich erfinde jetzt ein, damals war, es war in der Antike, war es üblich, dass man auch, dass man ein Becken hatte, Meerwasser gespeist, in den hatte man seine Lieblingsmoränen. Moränen waren die Lieblingstiere der reichen Leute. Nero hat seine Moränen mit Diamanten oder den Flossen geschmückt. Und um diese Tiere, das Fleisch dieser Tiere, was dann gegessen wurde, noch besser zu machen, dieses gelbliche Fleisch, was es heute in Neapel noch gibt, zum Essen als Aperitif, so kleine Dinger da, Moränenfleisch, hat man denen so afrikanische und germanische blonde Sklavinnen reingeworfen in das Becken. Und die haben die gefressen dann und dann wurde das Fleisch ein bisschen besser. Und ich tue jetzt so, als würde diese Lady schreibt dann, dass auch die so ein Becken hatten. Und Goethe, ziemlich perverser Hund, den haben sie damit rausgenommen und haben dann so eine Nordafrikanerin, der verschleppte, in das Becken reingeworfen. Wie Goethe. Das ist ein Film, der mir im Kopf schwebt. Und jetzt bin ich in Frankfurt. Weil zu München sagst du, es ist eine Ganztagslüge. Ja, das ist das Beste an München. Es ist wirklich eine wunderschöne Ganztagslüge. Genau, und das werden wir uns jetzt anschauen. Ich sag mal ganz herzlichen Dank, Klaus Lemke. Ein toller Monat steht uns bevor und jetzt viel Vergnügen mit Amore. Applaus, Klaus Lemke.